3 Uhr in der Früh aufstehen, erst spät abends nach Hause, Vollzeit arbeiten gehen und trotzdem kaum über die Runden kommen. Zerrissen sein zwischen Dienst und Studienplan. Lange Zeit dachte ich, dass ich selbst dran schuld bin, dass es mir so geht. Dass es mir so schwer fällt, Arbeit und Studium zu vereinbaren. Dass ich jeden Cent zweimal umdrehen muss. Doch das ist nicht nur meine Geschichte. Das ist die Geschichte vieler Menschen in Österreich, die mit sozialen und strukturellen Ungleichheiten konfrontiert sind. Vor allem Frauen sind stark davon betroffen. Frauen werden noch immer schlechter bezahlt als Männer. Stereotype bestimmen die Berufswahl. Kinder und Pflege werden noch immer unhinterfragt Frauen zugeschrieben. Und noch immer glauben viele, das gehört so. Ich bin alleine damit. Dagegen kann ich eh nichts machen. Auch ich dachte das früher. Aber dank der Menschen, die ich in der österreichischen Hochschullandschaft kennengelernt habe, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Dass das nicht mein Einzelproblem ist. Wir müssen die Generation sein, die aufsteht, die die Dinge selbst in die Hand nimmt und Strukturen aufbricht. Durch meine Arbeit beim AMS und in der Arbeiterkammer weiß ich genau, wo wir dafür ansetzen müssen. Wien ist die Metropole Österreichs. Die Stadt trägt Verantwortung für fast 2 Millionen Menschen. Sie ist die größte Arbeitgeberin und gestaltet unser aller Zusammenleben. Wien ist aber auch die Metropole für feministische und progressive Politik. Dass das so ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte dafür kämpfen, dass es so bleibt und dass diese Stadt noch lebenswerter für alle Menschen hier wird. Es war schon immer so, ist kein Grund, sondern eine Ausrede. Es gibt noch viel zu tun. Mein Name ist Viktoria Spielmann und ich kandidiere für die Grünen für den Wiener Gemeinderat.